Alte Waffen, gute Schützen und strikte Regeln, das sind nur drei der vielen Bestandteile des Scheiben-Stutzenschießen in Innsbruck-Hötting. Der Schießstand und der Wettbewerb haben bereits eine lange Tradition. Auch die Entfernung zum Ziel wird dort etwa noch in Schritten und nicht in Metern gemessen. Am Wochenende haben sich die Teilnehmer bei der 33. Auflage des Bewerbes sehr bemüht, genau die Mitte der Scheibe zu treffen. Ich atme gerne den Pulverdampf ein. Ich genieße die Atmosphäre, wenn die Schützen sich freuen, dass sie getroffen haben, oder sich ärgern, wenn sie nicht getroffen haben. Ich genieße den Anblick der alten Waffen. Es ist ein eigenes Flair. Fast so alt wie die Waffen ist auch der Höttinger Schießstand. Seit 1932 wird hier geschossen. Seit 1985 gibt es jährlich das Scheibenstutzenschießen. Heuer hat sich auch Jakob getraut. Ich bin sehr aufgeregt, weil es mein erstes Mal ist. Letztes Jahr war ich auch hier und da wollte ich nicht schießen, weil ich nicht trainiert hatte. Heuer habe ich trainiert, dann habe ich probiert zu schießen. Und man muss schon geübt im Schießen sein, um das Ziel zu treffen. Denn auch wenn die Höttinger auf die Tradition stolz sind, schummeln so wie früher, das geht nicht mehr. Weil es früher ein paar gewitzte Schützen gegeben haben, die haben mit dem Zieler schon was ausgemacht. Du tust mir jetzt ein gutes Plattel statt dem meinem eine und dann bin ich da vorne dabei. 134 Meter oder besser gesagt 150 Schritte entfernt werden die sogenannten Zieler unterirdisch jeden Schuss. Die rote Fahne bleibt draußen so lange, bis das alles abgeschlossen ist. Dann wird es genommen. Dann wird die Nummer übergeben, hinten draufgeschrieben und wird da hineingeschmissen. Das ist versperrt, das Kastel, da haben wir keinen Zugriff. Ja, schauen wir mal, was sie getroffen haben. Erst beim Aufschließen der Kästchen zeigt sich, wer die goldene Mitte und somit auch die goldene Hutnadel gewonnen hat. Das ist natürlich ein wunderbarer Schuss. Gell? Die Mitte der Mitte. Ein super Plattel. Der wird sich freuen. Diese ging heuer nach Bayern.